Ja, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 74. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben bei den roten Münzen in der Ombrosphäre. Das war vor einer ganzen Weile. Und ich weiß auch gar nicht mehr wie lange, weil wann ich die Parts hochlade, das hat nichts damit zu tun, wann ich sie aufgenommen habe. Meistens nehme ich sie irgendwie auf und einen Monat später lade ich sie hoch oder so. Also. Aber soll das nicht weiter stören, denn jetzt kommt der nächste Part, ne? Okay, eine müssen wir mal schauen. Hier kommt die zweite, die wir unserem Konto hinzufügen. Ein wenig Bausparanlage schadet auch nicht. Und, ja, die gelben müssen lassen wir diesmal links liegen, weil den 100-Münzstern haben wir ja bereits erlangt, sonst hätten wir nicht 143 Sterne. Und dann geht's auch schon hier über den Dachgiebel auf die andere Seite. Kein Fehler gemacht, deswegen habe ich jetzt mal eine andere Route genommen. Macht nichts, kein Kiltscher-Fehler, ein Typ-2-Fehler. Und da kommt jetzt der Chucky lang, und wenn er hier lang geschossen kommt, dann geben wir ihm gleich mal ein Ticket in die Hölle. Und ab dafür. Und weg damit. Sehr gut. So, als nächstes holen wir uns die hier drüben, die uns da schon so frech anglitzert. Oh, oh, oh. Ah. Na, das war nichts. Ich wollte eigentlich nicht direkt springen, keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Wahrscheinlich der Belzebub. Also machen wir einen kleinen Exorzismus mit Hilfe dieses Schilds, das uns hier fast in die ewigen Jagdgründe geschickt hätte. Und machen wieder unsere Standardroutine. Irgendwann muss es ja klappen. So nach dem Motto. Ich werde diesen Part auch nicht beenden, bevor es klappt. Damit das klar ist, ja. Ich habe keinen Bock, hier noch mehr herzukommen. Heiliger Bimbam. Heilige Granate. Ja. Hab letztes Mal wieder Worms installiert. Ist echt ein schöner Spaß. Oh, Kacke. Ah! Dumm gelaufen, würden die Würmer da sagen. Das ist ein extremer Test meiner Geduld hier. Die rote Frustration. Ah, ich bin noch ein Vollidiot. Jetzt wird's unkonzentriert hier. Okay, nochmal. Die rote Granate, nicht die grüne, sondern die rote, macht sich auf ihren Weg. Und diese leeren Boxen, die da überall rumstehen, die sind Teil einer so einer Extra-Challenge, die ich aber nicht machen werde. Weil ich da keine Lust drauf habe. Super Mario 74 Extreme Edition habe ich übrigens noch nicht gespielt. Aber ich freue mich schon drauf, das mal anzutesten. Ob ich Let's Playen werde, weiß ich noch nicht, weil mit dem Tempo, mit dem dieses Let's Play hier vorangeht, könnte das Äonen dauern. Oder noch länger. Das hier dauert ja schon Äonen. Und weg dafür, ab dafür, wie auch immer man da sagt. Ah, diesmal nehmen wir hier die klassische Variante. Mit klassischer Musik. Ja, jetzt haben wir das auch mal geschafft. Dum -dum. So, die Wandsprünge, die sollten ja kein Problem sein. Mit unserer mannigfaltigen Übung, die wir in den Hardcore-Herausforderungen und Verzweiflungsfestungen dieser Welt erlangt haben. Na, da geht's auch schnell lang. Zwei Sprünge und dort sind wir. So, mit ein bisschen rumlaufen, dann sind die Gegner schon überfordert und können dann nicht mehr wischen. So, jetzt holen wir noch den Giebel hier oben. Zack, Nummer 4. Geht der ratzfatz. Und dann gehen wir hier lang. So, das ist die sichere Variante. Ich habe nämlich das letzte Mal, als ich das gemacht habe, immer zu weit rechts gezielt. Aber wenn man etwas weiter links ansetzt, dann geht alles ohne Probleme. So. Jetzt kommt der Sprung da drüben. Ah, das war schlecht. Ich bin viel zu früh abgesprungen. Falsche Richtung. Na gut, dann müssen wir den Standardteil am Anfang nochmal machen, den ihr schon 3 Milliarden Mal gesehen habt.
Und ich zeige es euch gerne an 3 Milliarden das erstes Mal. Da habe ich keine Hemmungen. Schließlich will ich hier vollständig alles spielen. Ah, kacke. Wobei, da gibt es schon eine Stelle im letzten Level im Kristallpalast, da weiß ich nicht, was ich da tun werde, weil da bin ich so furchtbar schlecht drin. Das ist die mit diesen Robotermäusen. Und bei diesen Robotermäusen kacke ich immer total ab, aus irgendeinem Grund. Weil ich nicht schaffe, gleichzeitig gut zu springen und ihnen auszuweichen. Und deswegen wäre das ein totales Fiasko. Da bin ich noch schlechter drin als in allen anderen Sternen im Spiel. Deswegen müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Vielleicht müsste ich auch von meiner Politik abweichen, nur einen Save-Stick am Anfang zu machen. Was ein furchtbares Sakrileg wäre, zu dem ich nur ungern bereit wäre. Aber schauen wir mal, vielleicht läuft's ja gut. Erstmal müssen wir das hier erledigen. Das steht ganz oben auf der Einkaufsliste. Alle hopp. So, dem geben wir jetzt wieder Armageddon. Ab dafür. Hier möchte ich jetzt nicht nochmal runterfallen. Das ist ziemlich peinlich, wenn das passiert. Weil das ist ja keine schwierige Stelle hier. Ah, du bist doch ein Vollidiot. Weil man da runter gucken kann. Jetzt wäre das überhaupt nicht schwierig, da hinzutreffen. Bitte sehr. Danke sehr, Kamera. Du bist schuld. Ja, aber je öfter ich den Anfang mache, desto schneller werde ich darin. Und dann verschwenden wir umso weniger Zeit damit. So. Ja, das war Absicht. So knapp in den Kanto, natürlich. Leck tut hier noch mal ein wenig Dramatik reinbringen. Jetzt geht's hier rüber. Den Lakito lassen wir links liegen. Vielleicht tun wir mal hier einen Gumba mitnehmen. Aber nur mal aus Prinzip, um hier weiterhin zu zeigen, wer der Herr im Haus ist. Bam. Hat mal wieder wehgetan. Aber dem Klempner macht das nichts, denn er ist versichert. Allerdings nur gegen Rohrbruch. Und nicht Knochenbruch. Bitte sehr. Haben wir das auch erledigt. Und wieder hoch. Da ist noch eine Lonely Single Münze. Die lassen wir da schön links liegen. Weil mit der will ich nichts am Hut haben. Am Ende kommt noch ihr Besitzer vorbei und beschwert sich, dass ich sie gestohlen habe. Das ist in etwa so, wie wenn dir jemand am Zug eine Tasche in die Hand drückt und sagt, geh schon mal in den Zug. Und dann kommt er nicht nach und dann hast du die Tasche sozusagen geklaut. Aber ist mir noch nie passiert. So, und jetzt gehen wir wieder hier den Weg lang, machen hier den großen Sprung. Bis wir wieder auf diesem komischen, krumpeligen Weg sind. Ja, und dann geht's wieder hier hoch, ne? Okay. Da kann man mir leider nicht so schön gerade ausspringen, weil die Kamera mit der Wand irgendwie kopuliert. Auf eine sehr abartige Art und Weise. Aber man kommt, glaube ich, trotzdem rüber. Man muss nur genug Schwung mitnehmen. So, dann sind wir zum ersten Mal in diesem Let's Play, in diesen Teil hier vorgedrungen, würde ich sagen. Und können uns daran machen, die rote Münze da drüben zu holen. Das sollte ja nicht so schwierig sein. Das sind ja nur noch Wandsprünge und keine komischen Weitsprünge, die wir da machen müssen. Kannst du bitte... Ja, dankeschön. Genau, das wollte ich dich gerade fragen. So, dann gehen wir mal da unten rein. Erstmal ein bisschen ausrichten. Dann gehen wir... Hier eine glücklichere Perspektive. Und ratzfatz sind wir oben. Hat ja nicht lange gedauert. So, als nächstes müssen wir da unten lang. Und dann nehmen wir uns schon dem Endgebiet sozusagen. Wahrscheinlich sterbe ich aber trotzdem nochmal.
Eine Möglichkeit zu sterben ist ja auch hier. Aber nicht auf diese Weise normalerweise. Okay. Ach, scheiße. Kacke, kacke, kacke. Na gut. Ja, 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 ja. Kubus der Finsternis, etc., etc. Ad infinitum. Ad absurdum. Nein! Jetzt habe ich es einmal schon so weit geschafft, ja. Und dann nochmal. Kurz vor Ende nochmal. Gescheitert! Episch. Auf unglaublich unangenehme Art und Weise, indem ich die Wand gekickt habe. Kaum zu glauben. Das, meine Damen und Herren, ist Drama pur. Das ist Fußball. Der Ball ist rund. Ja. Ja, diese Nischen, die ihr immer wieder unten dran seht, an dem ich nie reinspringe oder so, da ist nichts drin, sondern die sind einfach nur Überbleibsel von der Luminiumsphäre, wo die eine Rolle hatten. Weil dieses Level ja, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, einfach nur eine so und so viel 180 Grad gedrehte Variante ist. Des vorherigen Levels. Man könnte sozusagen sagen, dass jemand den EOP-Operator drauf angewandt hat. So, die Lakito-Perspektive habe ich schon aus Versehen eingestellt. Dann brauche ich sie nicht aktiv einstellen. Und dann gehen wir wieder rüber in den Mission Impossible-Bereich, wo diese ganzen Laser immer abgefeuert werden. Und außerdem die drei Snuffets da mit ihren MGs rumballern. So, zwei Schüsse, zwei Treffer. Aber das soll mich nicht aus dem Gleichgewicht bringen, denn hier oben gibt's wieder Nachschub an Energie. Oh, hier mal ausrichten. 3, 2, 1, Feuer. Klappt doch wunderbar. So, hier machen wir das wieder mit Schwung. Und dann sollte ja nichts schief gehen. Ja, passiert auch nichts. Was soll da auch groß passieren? So, bei dem Schild da unten steht drauf, das war eine ziemlich dumme Idee, wenn du nicht fliegen kannst, weil hier kommst du nicht mehr weg oder so. Man kommt aber weg, und zwar indem man dann hier von diesem Schild hier zwischen die Mauer reinspringt, hier Wandsprünge hoch macht und dann ist man wieder hier oben. Dann kommt wieder den Rest des Levels zurück. Da habe ich sogar auf meinem Kanal ein Video drauf, das ist eins der älteren, also guckt einfach mal in den Videos rum, dann seht ihr das, da habe ich das einmal gezeigt, dass man da tatsächlich langkommt. So, ich habe leider verfehlt. Also müssen wir hier nochmal korrigieren. Ich bin, glaube ich, vorne dran vorbei oder so. Ja, wieder dran vorbei. Ja, langsam will diese rote Münze Stress, habe ich den Eindruck. Spring vielleicht einfach zu hoch oder zu niedrig. Kann auch ein Grund sein. Das war doch gut. Sauber. Okay, dann können wir uns wieder auf den Weg nach da drüben machen. Und diesmal nehmen wir am besten keinen Schaden, wenn wir darüber gehen. Weil wir brauchen das Leben noch. Ja, gesagt, nicht getan. Okay, und hoffen, beten, dass hier eine Lakito-Perspektive funktioniert. Aber ich habe den Eindruck, dass das nicht der Fall ist. Ja. Und das ist das Problem. An dieser Stelle. Jetzt habe ich die sehr hasse. Wir können nur beten, dass der Lakito-Perspektive jetzt da bleibt, wo sie ist. Aber wahrscheinlich geht sie wieder in den Turm.
Ist nicht so wie in der Lobinion-Sphäre, wo man da rausgezoomt und sich noch behelfen konnte. Ja. Oh oh. Ah, Kacke! Oh nein. Das bedeutet, ich habe nur noch einen Versuch. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel nach innen gemacht. Muss ein bisschen nach außen, ne? Aber gleichzeitig auch nicht zu viel, sonst komme ich... Boah, das war knapp. Okay, das sollte gehen. Ja. Okay. Wir haben das geschafft. Es ist die Frage, wo wir als nächstes hin müssen. Ich glaube, da drüben. Da gibt es auch Energie zum Nachtanken. Und dann geht's, glaube ich, hier in die Mitte rein. Was auch nicht gerade der kürzeste Weitsprung ist, den man in diesem Spiel machen muss. Aber es geht noch ganz gut. Und dann, glaube ich, ist auf der anderen Seite auch noch so eine dumme Münze. Und wenn wir die haben, können wir dann, glaube ich, weil jetzt haben wir 6, da drüben ist die 7. und am Schluss irgendwo ist dann die 8, nehme ich an. Nein. Oh, das war klar. Ja, das macht Mario leider ganz gerne, dass er irgendwie an einer Wand abprallt und wenn er eine Stampfattacke macht. So, jetzt haben wir die 7. Jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, dieser Turm hier ist ein bisschen humaner als der andere und lässt... nein, natürlich nicht. So, wir haben es geschafft, hier wieder eine stabile Lakisu-Perspektive einzustellen. Und das ist eigentlich das einzige Geheimnis bei diesen Türmen. Oh, Kacke. Und nicht zu sterben ist das andere. Also, ein Versuch noch. Konzentration. Ah, warte. Ich habe noch einen Versuch, weil das war nur ein kurzer Sturz. Nein! Ja, sowas Ärgerliches. Ja. Ich hasse die Welt, ich hasse das Leben, ich hasse das Universum, ich hasse Gott, ich hasse den nicht existenten Gott. Ich hasse alle griechischen Götter, ich hasse alle japanischen Götter. Ich hasse alle Menschen auf dieser Welt, ich hasse alle Tiere, alle Pflanzen, alle Pinguine, alle Homungos, alle Wesen, die jemals diesen Planeten betreten haben. Und ich hasse, ja, die Sterne, das Weltall, den Staub unter meinem Bett. Und die Pennys in den Ritzen meines Sofas. Bitte sehr. Oh nein, nicht schon wieder. Da könnte ich in die Luft boxen, ja? Und zwei Goombas betätigen. Aber diesmal schaffen wir es, ja? Jetzt haben wir die Erfahrung, ja? Die Erfahrung und die Stärke, um das hier zu schaffen. Deswegen zeigen wir dem Chuck hier auch gleich mal eine Kostprobe von unserem neu gewonnenen Kraft. So. Das sollte sicher sein, jawohl. Dann geht's hier wieder auf glorreiche Art und Weise auf die Mauer. Ein bisschen unkonventionell, aber es hat geklappt, also kein Problem. Als nächstes geht's hier rüber. Er springt. Er bringt den ersten Gegner um, den zweiten und den dritten. Applaus! Das war die 4. So, im letzten Part sind wir über diesen Teil hier gar nicht drüber hinausgekommen. Dafür schaffen wir den jetzt routinemäßig. Was ja schon mal ein gutes Zeichen ist. Ja. Dann kommt jetzt hier der Mördersprung da drüben. Bam, bam. Ah, Kacke, ich war zu weit links. Zu weit rechts war ich. Deswegen bin ich früher abgerutscht. Eigentlich läuft Mario da immer schräg, deswegen habe ich das versucht zu kompensieren. Ich habe es wohl überkompensiert, wie man so schön sagt.
Wie gesagt, der Part endet nicht, bevor ich nicht diese rote Münzen-Sache hier geschafft habe. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und rüber da! Ah, Kacke. Ja, wir haben es verstanden, Mario. Du fällst nicht gerne in bodenlose Tiefen. Wer tut das schon? Ich hatte letztes Mal dieses komische Tuch gebraucht, was man Skyward Sword hat. Skyward Sword Zelda hat. Weil damit kann man seinen Fall bremsen und kriegt keinen Sturzschaden. Ich verwende das aber nie, weil ich es einfach cool finde zu sehen, wie Link so flach einen Bauchklatscher auf den festen Erdboden macht. Das macht mich immer glücklich zu sehen. Nicht wegen meiner sadistischen Natur, sondern aus anderen Gründen. Zirp. So. Jetzt wieder Dachgiebel-Rutschaktion. Und hier ist der Chapia. Den wir gleich mal einen Schubs über die Kante geben. So, wir sind wieder full geheilt. Haben da unser Vita eingesetzt. Oder wie dieser Zauberspruch in Final Fantasy auch immer heißt. Da gab es dann irgendwie so verschiedene Abstufungen. Vita, Vira und Vigra oder so. Ich habe dann immer Viagra verstanden. Das war nicht schön. Wenn die mir gestanden sind und gerufen haben, Viagra! Das war widerlich. So, da gehen wir erstmal. Zwei von denen geben wir gleich mal die Kante. Und dem anderen besorgen wir auch ein Reniers Ende. Oh, der wollte ja gar nicht mehr auf den Boden aufkommen, der Klempner da. Oh. Und jetzt springen wir wieder hier lang. An diesem Polygon kann man sich perfekt dranhängen, wenn man ab und an einen Weitsprung macht. So, das sah gefährlich aus, war es aber nicht. Jetzt kommen wir wieder zu einem Sprung hier und diesmal machen wir nicht nochmal den Fehler, sondern setzen hier ein bisschen weiter links an. Hat gerade nicht gereicht. Ja, und so wie das Level hier aufgebaut ist, muss ich immer alles nochmal machen, weil die schweren Stellen alle am Schluss kommen. Wäre auch komisch, wenn sie am Anfang kommen würden, ne? Was ist das denn bitte? Sehr obstrus. Ein wenig Schildakrobatik. Schild und Kanten. So, ich möchte mal langsam fertig werden. Ich möchte noch Quantenmechanik lernen. Ich hatte letztens einen vierwöchigen Quantenmechanik-Blockkurs, in dem ich die komplette Quantenmechanik-Vorlesung gemacht habe. Und nach 4 Wochen jeden Tag 10 Stunden Quantenmechanik ist mein Gehirn richtig durchgefickt. Aber jetzt muss ich auf die Klausur lernen, die in 10 Tagen ist oder so. Oh mein Gott, da hat es aber irgendwie gestottert, das Spiel. Und dadurch mein Timing verhunzt. Muss es nochmal machen. Spinnen ja die Römer. Ja. Ich habe ihn gerade getötet, obwohl er mich erwischt hat. Interessant. War sicher sehr selten. Ach, Kacke. Du spinnst doch, oder? Wie soll ich denn da wieder hochkommen? Naja. Wenn ich schaffen würde, da auch hochzuspringen. Aber das sieht, glaube ich, schlecht aus. Hm. Ich kann natürlich versuchen, da... Nee, kann ich nicht. Ich kann ja den Stern holen, der da unten ist. Nee, der ist ja nicht gespawnt. Okay, vergesst. Das wird nichts. Obwohl, wenn ich schaffe, da in den Schlitz zu kommen und dann Mannsprünge hochmache und dann auf dem blauen Dach mich hier entlanghange, was geht? Es ist theoretisch möglich, aber es wird nicht funktionieren. Ich probiere es trotzdem mal.
Die Kamera möchte bitte hinter mich kommen. So. Ach, kacke. Hätte ja klappen können. Naja. So geht's eh wahrscheinlich schneller, dass wir wieder an die Stelle hinkommen. Außerdem glaube ich nicht, dass ich es geschafft hätte, mich am Dach entlang zu hangeln. Ach, kacke. Weil das Dach ist relativ schmal. Und man kann dort auch so eine Rutschtechnik drauf machen, aber das über einen längeren Zeitraum hinzukriegen, ohne runterzufallen, ist praktisch unmöglich. Sei denn, man hat das. Ja, was passiert denn? Ich habe zu wenig Schwung. Mario, mach ja nicht einen Gleichsprung. So wie den hier, ja? Du kannst es ja. Also tu nicht so. Bitte sehr. Jetzt kannst du mal richtig Gas geben. Ach, ja. Was soll denn der Scheiß? Na komm schon. Mario, wenn du das hier schaffst, gebe ich dir 150.000 Dollar. In Monopoly gehen. Ja, das ist mal ein Anreiz, was? Dafür kannst du dir bestimmt die Schillerstraße und die Goethestraße kaufen. Kostet bestimmt nur 8.000 oder 7.000 oder so. Gut. Einmal hier wieder die Münze mitgenommen. Hohoho. Also. Warum das Spiel immer dann stockt, wenn ich in der Luft bin, ist echt unglaublich. So, das sollten wir schaffen hier. Nur mal mit dem Echter. Um keinen Schaden zu nehmen. Chuck, hier geben wir das auch jetzt. So, ab dafür. Alles raus, was keine Miete zahlt. Und dann kassieren wir die Miete direkt aus dem Sofa. Ah, ja. Hätten wir das auch mal geschafft. Dann gehen wir mal einen Weitsprung ran. Wandsprung. Wandweitsprung. Nee, der Wandweitsprung wäre der perfekte Wandsprung. Beim perfekten Wandsprung kann man sogar ein bisschen was von seinem Impuls, den man vorher hatte, mit in den Sprung aufnehmen. Das soll heißen, wenn man da gerade von der Rutsche oder so runterrutscht mit einem Mordstempo und dann so einen Mega-Wandsprung macht, dann fliegt man ziemlich weit wieder zurück. Sehr gut. Ich glaube, so eine Stelle habe ich auch mal versucht, in der Rutschbahn, die ich für mein Heck angefangen habe zu machen, einzubauen. Da habe ich dann so eine Wand, an der man mit einem Riesensprung hinkommen muss, dann Wandsprung und dann kommt man auf einen anderen Teil der Strecke. Aber ich glaube, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil man irgendwie doch nicht so hoch und hoch, weit und hoch springen kann, wie es notwendig gewesen wäre. Es gibt ja noch andere Alternativen, wie man das Spiel empfehlen kann. So, das hat diesmal ausnahmsweise problemlos funktioniert. Das Glubschauge lassen wir rechts liegen. Und dann geht's wieder rüber zu dem Shy Guy-Kollegen hier, dem Santa Claus-Franzosen, der da für Coca-Cola Werbung macht. Ja, wunderbar! Ich glaube, ich nehme jetzt einen Dreisprung oder so. Dann kann ich hier nämlich ohne Schaden zu nehmen hinkommen. Und dann gehe ich hier weit zurück und probiere es mein Glück mit der Lakito-Perspektive. Wenn ich es geschafft habe, sie rauszuzoomen, dann gehen wir da unten hin. Na, komm schon. Hör auf, rumzuhängen. Na super. Die war nicht sehr langanhaltend. Aber vorhin habe ich es ja geschafft, ne? Ihr habt es gesehen.
Jetzt haben wir sie wieder. Na, jetzt will sie irgendwie nicht. Vorhin habe ich es geschafft, sie stabil zu halten. Muss man irgendwie weit genug weggehen von der Wand, damit Lakito nicht auf die dämliche Idee kommt, dass er Mario am besten durch die Wand durchfilmt. Vor allen Dingen, wenn ich nach links drücke, geht er nach rechts. Also diesen Turm, der... Da hat diese Kamera mal nicht solche Probleme. Ich wünschte, es gäbe die Sunshine-Kamera. Da könnte ich einfach sie drehen, wie ich gerade Lust habe, ohne dass der irgendwie nach rechts geht, wenn ich nach links drücke. Naja. Er dreht sich halt immer weg, ne? Und so kann ich nicht springen, weil in der Mario-Perspektive ist das sau schwer, da oben hinzukommen. Ja, so ist es auch nicht gerade einfacher. Oh Mann, ich kriege lauter Schaden. Was war auch damit? Das könnte ich... Ah! Ich möchte, dass er an die Wand hier drüben kann, ohne dass es sich umdreht. Aber es geht damit nicht. Vorhin ging es doch. Warum geht es jetzt nicht mehr? Oh Mann. Ach, ich glaube... So ein Scheiß. Luke Millard, für diese Kamera gehörst du gestraft. Beziehungsweise für diesen Turm, der nicht mit der Kamera in diesem Spiel funktioniert. Das hättest du beim Testspielen merken müssen und dann das Leveldesign ändern. Ja, sonst ist das einfach nur bescheuert. Die Herausforderung sollte es sein, mit dem Level zurechtzukommen und nicht mit der Kamera. Naja, machen wir alles nochmal. Ist ja nicht so, als würde das langweilig. Weg mit dem lila Kollegen. Sein Taschengeld nehmen wir mit. Und dann geht's zu dieser roten Münze. Schaden genommen, ohne Schaden zu nehmen. Ach, verdammt. Ja, ja. Wenn man zweimal schon so weit war und dann klappt's auf dumme Art und Weise nicht, dann ist die Luft raus, ja. Aber ich mache weiter, auch wenn der Part hier schon eine halbe Stunde geht. Es ist mir jetzt scheißegal. Ich schaffe das jetzt, ob du willst oder nicht. So. Die rote Münze mitgenommen. Bravo, super. Toll. Ich bin begeistert. Meine Motivation ist unbeschreiblich. So fröhlich. Ha ha ha. Juhu. Und Chuck hier geben wir auch noch eins mit. Bla bla bla. Etc. etc. Ad infinitum. Ad infinitum. Ad absurdum. Rüber! Stirb! Ach Mann! Ich glaube, das wird ein Fall fürs Chipmunken. So, jetzt chipmunke ich. Ich hoffe, ihr könnt noch verstehen. Ach, Scheiße! Was ich sage. Als nächstes finden wir wieder
geflogen sind, können wir weitermachen. Die rote Münze ist dann drüben. So. Die Umbas interessieren uns nicht. Scheiße. So ein Mist. Naja, machen wir es halt nochmal. Hat jemand mitgezählt, wie viele Versuche schon vergangen sind? Ich glaube nicht, dass es unter 25 war. Sophia, du bist des Todes. Ich habe die rote Münze. Oh nein, leck. Sollte euch aber nicht so sehr auffallen. Aua. Nummer 4. Let's walk on Snake Way. Das wäre geschafft. Ne Schafsoße. Jetzt ist für dich heute am 13. der Erste. No! Ich bin so traurig. Hilft mir. Geronimo. By the power of Grayskull. Der Hintergrund des Levels kotzt mich jetzt an. Das Level ist so trist und grau und blau. By the power of Grayskull. Juhu. Ich will diese Münze. Von der anderen Seite besser. Ich leide. Tut doch einer was. Ein Lapito ohne Wolke. Eine Sekunde, die Sieger. Attacke. Der blitzschnelle Tod. Auf geht's. By the power
Scheiße. Das kann ja nicht so schwer sein. Mit meiner Landsprung-Erfahrung. Ach, Feke, herzlich. Ich will nach Hause. Aber ich bin zu Hause. Ich brauche bald einen guten Psychiater. Und auf diese Weise zu kommentieren, wird auf die Dauer anstrengend. Und dann passiert sowas. Juhu! Ich bin so fröhlich. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. So unwahrscheinlich fröhlich. So fröhlich war ich nicht. Geh kacken! Rambo-Zeit! Timon wäre stolz auf uns. Aber nicht darauf. Der Part ist schon fast eine Stunde lang. Ich glaube, ich werde irre. Nein! I'm a firing my laser. Hör auf damit. Ah, der Leck. Schmerzen. Bitte kratz jetzt nicht nochmal ab. Ich flehe dich an. Es hat keinen Zweck. Moment. Ich gebe nicht auf. Nein! Nicht schon wieder!
Bald werden wir Erfolg haben. Verlasst euch drauf. Nein!
Diesmal nicht, Aura. Jetzt du, Scheißgeil. Oh ja. Und jetzt zum Turm. Es ist schwer, in Mario Perspektive zu sehen, wann Mario oben ist. So, jetzt entchipmunke ich mal, in der Hoffnung, dass ich es diesmal schaffe. Gehen wir erstmal darüber. Alter Vater, warum so viel Risiko? Ich sterbe noch hier, beim Versuch auf den Sims zu kommen. Das ist echt nicht gut für meine Nerven. Dieser scheiß Part dauert schon über eine Stunde. So, und ich glaube, hier brauchen wir es auch gar nicht erst versuchen, oder? Ah, könnte gehen. Sieht gut aus. Ah, schade. Okay. So. Ich glaube, da drüben direkt hin zu wollen, ist das Selbstmord. Ich glaube, die letzte ist da drüben. Ich muss also nicht den Weg da oben lang gehen. Geht auch gar nicht. Okay, jetzt ganz ruhig bleiben, ja? Da unten ist die letzte rote Münze. Und ich weiß nicht, ob es irgendwo auf diesem Weg rutschig ist. Ich glaube, ganz unten ist es rutschig. So, der Stern ist da, ist nicht runterfallen. Jetzt nicht runterfallen. Bravo, Mario. Wenn ich zu langsam mache, dann passiert noch ein Unfall. So. Na komm schon. Na komm schon, Mario. Du schaffst es. Wir alle glauben an dich. Komm. Das muss doch gehen. Schnell. Tu es. Du hast nicht mehr deine Zeit! Mario! Bitte! Ja! Ah, ich hab ihn! Jawohl! Juhu! Ah! Super! Endlich geschafft! Meine Fresse! Das war so viel mehr rote Frustration, viel mehr als ich haben wollte. Alter Schwede! Ah, jetzt brauchen wir es zu trinken. Ah, es gibt ja nichts. Scheiße! Weg damit! Haben wir das endlich auch mal geschafft. Super. Und jetzt wartet erstmal ab, wie es im Kristallpalast wird, weil normalerweise verkacke ich dort öfter meinen Notnutzen. Also ein gutes Omen. Okay, ciao, nächster Part in 4 Monaten. Macht's gut.